und herzlich willkommen zu einem neuen Deutschspiegel der Streberfabrik. Heute haben wir mal wieder eine Lektüre für euch, und zwar Der Hofmeister von Jakob Michael Reinhold Lenz. Es gibt noch einen zweiten Titel, nämlich Der Hofmeister und die Vorteile der Privaterziehung. Man kann sagen, dass es ein Drama ist und um 1774 entstanden. Wenn man den Inhalt kurz und bündig zusammenfassen möchte, kann man sagen, dass der Hofmeister Läufer sich in die abhängige Stellung eines Hauslehrers begibt. Er verliebt sich daraufhin in die Tochter seines Hausherrn, des Majors. Leider entehrt er sie, weil er mit ihr ein Kind zeugt, und flieht daraufhin zum Dorfschulmeister, weil der Vater natürlich, wie man sich vorstellen kann, nicht sehr begeistert ist und ihn verfolgt, als er es erfährt. Schließlich versucht Läufer, sein neues Ideal eines einfachen, enthaltsamen Lebens bis zur Selbstentmannung zu verwirklichen. Als Mentor dient ihm dabei der Lehrer Wenceslaus. Am Ende ist es so, dass Gustchen ihr Kind bei einer alten Dame in Einsamkeit zur Welt bringt, und letztendlich sucht dann der Vater Major seine Tochter und vergibt ihr. Und schließlich nimmt Fritz noch Gustchen zur Frau und vergibt auch ihr. Das Drama spielt in Ostpreußen und in Sachsen. Die ostpreußischen Schauplätze sind die Kreisstadt Insterburg, der wohl fiktive Ort Heidelbrunn und Königsberg. In Sachsen haben wir die Universitätsstädte Halle an der Saale und Leipzig. Auffällig ist, dass wir einen häufigen Ortswechsel während der Handlung haben. Kommen wir nun zur Figurenkonstellation. Manche Figuren treten nur sehr kurz auf. Man sieht sie also eher als Vertreter eines Standes und sie sind oft auch sehr überzeichnet, also mehr so Karikaturen. Diese Figuren wären zum Beispiel die Majoren von Berg, der Graf Wermuth und der Graf von Seifenblase. Was wir auch haben, sind sprechende Namen. Der Name Läufer verweist auf die Jungsbotenstellung von Laufen und auf eine sexuelle Getriebenheit von Läufig, wie bei Hunden zum Beispiel. Seifenblase deutet auf die Blasiertheit des Adels hin. Petrus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie verliebt blinzelnd. Also auch hier haben wir einen versteckten Hinweis auf Liebe und Sexualität. Reha zeigt die unmännliche Seite des Vaters und die Unschuldigkeit seiner Tochter. Graf Wermuth lässt an Alkohol denken. Kommen wir nun zu der Figur Läufer. Also, Läufer ist ein junger Theologe ohne kirchliches Amt. Er hat keine Chance auf eine Arbeit als Pastor oder Lehrer an der Schule und wird deswegen zum Hofmeister des Majors. Leider beginnt er ein Verhältnis mit der Schülerin, seiner Schülerin Gustchen, und zeugt mit ihr ein Kind. Auffällig ist es, dass er sich naiv und unterwürfig zeigt, zum Beispiel bei der Lohnkürzung wehrt er sich nicht wirklich und er ist auch nie Herr der Situation. Das heißt, er führt keine überlegten Handlungen aus, sondern eher Kurzschlussreaktionen. Zum Beispiel die Selbstkastration ist eher eine Kurzschlussreaktion aus Reue und Verzweiflung. Gustchen ist die typische Tochter aus besserem Hause. Sie ist die Tochter des Majors und wird mit Religions- und Zeichenunterricht erzogen. Da hofft man natürlich, dass dann die sexuelle Triebe eher eingestellt werden können. Allerdings hat die Literatur einen großen Einfluss auf Gustchen. Es wird oft beschrieben, dass sie über den Büchern quasi liegt, also wirklich sie verschlingt und auch die Theaterstücke sehr gerne mag. Und das führt dann letztendlich dazu, dass sie zu einem Leben fernab der Realität verführt wird. Und das sieht man daran, dass sie zum Beispiel Fritz und Läufer als Romeo anspricht und sich selber als Julia ansieht. Und letztendlich wird sie natürlich durch das Verhältnis schwanger von Läufer. Petrus ist der beste Freund von Fritz. Er geht gerne mit Mädchen aus und als er dann ein Mädchen entehrt hat, heiratet er sie schließlich am Ende. Und das Mädchen ist die Jungfer Reha. Wenceslaus ist Lehrer und sein Alltag besteht aus Gelehrsamkeit, Zucht und Ordnung. Das sieht man daran,
dass er mit Brille und Lineal hantierend eingeführt wird. Und Brille und Lineal könnte man auf jeden Fall für Gelehrsamkeit und Ordnung interpretieren. Er lebt enthaltsam, ohne Frau, und sein asketischer Lebenswandel hat er sich durch eine selbst erstellte Doktrin gefesselt. Die Figur des Geheimen Rates von Berg, er ist der Intellektuelle des Stücks und als einziger nicht triebgesteuert. Man kann ihn als überlegen, rational und kritisch ansehen. Außerdem ist er gegen die Privaterziehung, dazu später noch mehr. Der Major von Berg war früher Soldat und ist wie gesagt der Vater von Gustin, hat aber natürlich auch noch einen Sohn. Man kann ihn dagegen eher als aufbrausend, grob und intellektuell dumpf betrachten. Er ist im Gegensatz zum Geheimrat von Berg für die Privaterziehung und es sieht man auch daran, dass er seine Kinder durch Läufer erziehen lässt. Hier noch eine kleine Übersicht mit den, so finde ich jedenfalls, wichtigsten Figuren, die man auf jeden Fall kennen sollte und deren Beziehungen. Wir haben hier Gustchen und Läufer, jeweils die Beziehung, und Gustchen und Fritz. Dann der Geheime Rat von Berg als Vater von Fritz, Petus und Fritz als gute Freunde, der Major und die Majorin als Eltern von Gustchen und als Arbeitgeber von Läufer, wir haben hier ein Dienstbotenverhältnis, und schließlich noch der Lehrer Wenceslaus als sogenannten Mentor für Läufer, im Sinne von dem Lebenswandel. Jetzt kommen wir noch zur Interpretation. Ich habe hier zwei Ansätze, die man bei dem Werk interpretieren könnte. Natürlich gibt es noch viel mehr, und auch hier bei diesen beiden Ansätzen lässt sich noch einiges mehr rausholen. Aber dafür reicht die Zeit im Video leider einfach nicht. Beginnen wir mit dem Aspekt der privaten oder öffentlichen Erziehung. Wie schon gesagt, ist der Geheimerat für die öffentliche Erziehung und der Major von Berg für die private Erziehung. Die Meinung des Geheimrates ist, dass die Hofmeister in Abhängigkeit leben, nur um eine bessere Stellung zu bekommen und dass sie auch nicht wirklich gebildet seien. Außerdem wird gesagt, dass der Adel sich durch die Privaterziehung vom Volk abschotteln. Lenz scheint auf der Seite des Geheimen Rats zu sein, da die Privatlehrer im Stück eher skurril und triebgesteuert dargestellt werden und der Geheime Rat doch eher eine positivere Figur ist. Fritz wird als Beispiel für die öffentliche Erziehung eingesetzt. Er durchläuft einen Wandel vom Studenten zum verantwortungsbewussten Bürger, der schließlich Gustchen verzeiht. Und ein weiterer Ansatz bei der Interpretation wären die sexuellen Triebe, die auch sehr oft vorkommen und sehr zentrale Themen sind in dem Werk. Wir haben hier zum einen gegensätzliche Modelle, also die Anfälligkeit der Frauen und das unmoralische Draufgängertum der Männer und ganz klar auf der einen Seite die Ehe und auf der anderen Seite die Kastration, beziehungsweise, wenn es noch nicht so weit gekommen ist, wie zum Beispiel bei Wenceslaus, Entleben und Enthaltsamkeit. Sämtliche Figuren außer dem Geheimen Rat von Berg sind mehr oder weniger triebgesteuert. Und Läufer ist derjenige, der wirklich den härtesten Schritt durchführt, und zwar die Selbstentmannung. Wenceslaus dient ihm dabei als Mentor, also er bekräftigt im Nachhinein seine Entscheidung, da Läufer sich dann nicht mehr so sicher ist. Für Läufer ist es mehr ein Akt der Selbstbestrafung aus Reue und Verzweiflung. Und wir haben hier halt das Thema der öffentlichen Ächtung durch vorehelichen Geschlechtsverkehr, der eben zwischen Läufer und Gusti stattgefunden hat. Und daraus ist ja auch ein uneheliches Kind entstanden. Lenz zeigt hiermit die Konsequenz der sinnlichen Unterdrückung. Und man kann sagen, dass zu Zeiten von Lenz, in dem das Werk entstanden ist, viel diskutiert worden ist, ob die Kastration eine sinnvolle Methode sei. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt nun einen besseren Überblick über die Lektüre. Und wenn ihr noch spezifischere Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr uns gerne wie immer auf unserem Blog schreiben, auf unserer Webseite oder uns in Facebook besuchen.